Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu der Präsentation eines Kochsystems namens Sensoline, ein Kochsystem für blinde und sehbehinderte Menschen. Und dieses entstand eben im Rahmen meiner Bachelorarbeit. Zu Beginn werde ich kurz auf das Thema Blindheit eingehen, beziehungsweise in dem Zusammenhang möchte ich erst die Frage stellen, haben Sie sich alle schon, wissen Sie über das Thema Blindheit Bescheid? Also kennen Sie Definitionen von Blindheit und Sehbehinderung oder soll ich da nochmal drauf eingehen? Sonst kann ich das auch überspringen. Also wissen Sie Bescheid? Also okay. Gut, dann werde ich diesen Punkt überspringen. Dann komme ich zu dem Kochvorgang. Wie wird mit Blindheit gekocht und welche Utensilien werden verwendet? Dann werde ich kurz auf meinen Selbstversuch eingehen. Dann komme ich zu meiner Zielsetzung und werde in dem Zusammenhang auch eine Umfrage vorstellen, die ich bei der Recherche gemacht habe, und ein Fazit ziehen. Dann werde ich mein Konzept vorstellen, auf die Ideenfindung eingehen und meine ersten Entwürfe vorstellen. Und zum Schluss komme ich dann zu der Präsentation meines Endentwurfs Sensoline. Also das Thema Blindheit wird jetzt mal übersprungen. Ja, ich habe mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit auch mit verschiedenen Statistiken auseinandergesetzt und mir ist dabei aufgefallen, dass Blindheit auch häufig im höheren Alter auftritt, was für meine Zielgruppe auch in gewisser Weise interessant war. Zum Beispiel 38% sind 81 Jahre alt oder älter und 32% sind zwischen 60 und 80 Jahren alt. Dann gehe ich auf den Kochvorgang ein. Auf der hier dargestellten Grafik ist der Kochvorgang beschrieben, der allgemeine Kochvorgang. Dieser beginnt zuerst mit dem unverarbeiteten Lebensmittel, dann beginnt die Vorbereitung und Bearbeitung des Lebensmittels, dann kommt das Kochen bzw. Zubereiten und Garen der Lebensmittel und das Fertigstellen und Anrichten. Daraufhin hat man dann die servierfertige Speise und die Utensilien können gesäubert und geordnet werden und die Lebensmittel werden wieder eingelagert, sodass der Prozess von neuem beginnen kann. Für meine Bachelorarbeit habe ich mich vor allem auf die drei Bereiche Vorbereiten, Bearbeiten, das Kochen, also Zubereiten und Garen und Fertigstellen und Anrichten konzentriert, da mir diese am wichtigsten erschienen. Was mir bei der Recherche noch aufgefallen ist, was ich ganz interessant fand, war, wenn wir umgangssprachlich vom Thema Kochen sprechen, dann meinen wir damit eigentlich den ganzen Prozess, den ich jetzt gerade eben auch erläutert habe. In der Fachsprache bezeichnet man mit Kochen aber nur das Erhitzen, also das Garen von Lebensmitteln. Ja, beim Kochvorgang, also wenn blinde und sehbehinderte Menschen kochen, wahrscheinlich sind jetzt hier auch einige Betroffene anwesend, die das sehr gut kennen und im LPF-Training einige Techniken gelernt haben, die man eben auf den Kochvorgang anwenden kann. Da komme ich jetzt zu der ersten Phase des Verarbeiten und Bearbeiten von Lebensmitteln. In dieser Phase ist eben höchste Priorität, Ordnung zu halten, und die Zutaten werden zurechtgelegt und Utensilien werden in dafür vorgesehene Utensilienbehälter gestellt, dass sie auch schnell gefunden werden können. Und dann werden die Lebensmittel vorbereitet und in kleine Schüsselchen zum Beispiel gegeben und in Gebrauchsreihenfolge angeordnet, dass sie auch schnell gefunden werden können und weiterverarbeitet werden können. In dieser Phase werden dann Produkte verwendet wie Farberkennungsgeräte oder Etikettenlesegeräte, Konturenpasten oder eine Breilzange, die eben bei der Produkterkennung helfen. Außerdem werden Messutensilien wie sprechende Waagen, Messbecher mit taktiler Messeinheit oder kleine Förmchen zum Abmessen verwendet. Zum Bearbeiten der Utensilien werden zum Beispiel Sparschäler oder Raspeln mit verschiedenen Aufsätzen verwendet, um die Lebensmittel zu zerkleinern. Und dann komme ich zu der nächsten Arbeitsphase, dem Zubereiten und Garen von Lebensmitteln. In dieser Phase wird ein Zeitplan erstellt, wann welches Gericht gegart wird.
Und natürlich ist in dieser Phase auch hohe Konzentration gefragt, weil alle Gerichte koordiniert werden müssen. Und es werden meistens 2, allerhöchstens 3 Kochstellen verwendet. Und es werden eigentlich alle Sinne beansprucht, also auch der Tastsinn, der Geruchssinn. Und um festzustellen, wann das Gericht dann fertig ist, kann dann ein Timer gestellt werden. Ja, Utensilien, die verwendet werden, sind beispielsweise eine doppelte Wendehilfe oder ja. Dann zur Garzeitbestimmung werden zum Beispiel Timer mit Sprachausgabe verwendet oder Milchwächter. Und um noch einen genaueren Einblick in den Prozess des Kochens zu bekommen, um mich in die Lage hineinversetzen zu können, wie mit Blindheit und Sehbehinderung gekocht wird, habe ich einen Selbstversuch gemacht und habe mir die Augen verbunden und es mir zur Aufgabe gemacht, Wraps herzustellen. Das Ergebnis war essbar, aber es ist nicht alles so reibungslos verlaufen, wie ich es erhofft habe. Ich hatte ja nicht dieses Wissen der Techniken, die beim Kochen angewendet werden können, um das mit Blindheit hinzubekommen. Und deshalb habe ich zum Beispiel die Lebensmittel nicht so geordnet gehabt und teilweise nicht mehr gefunden. Und auch mein Tortilla-Teig, den ich für den Wrap hergestellt habe, ist ungleichmäßig gar geworden, weil mir die Pfanne verrutscht ist. Und ja, aber es war eine spannende Erfahrung und ich habe Lust darauf bekommen, mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Dann komme ich zu meiner Zielsetzung. Um nochmal die genauen Ziele, die ich in meiner Bachelorarbeit umsetzen wollte, zu definieren, habe ich eine Umfrage erstellt. Dazu habe ich in Zusammenarbeit mit dem Blindenbund 40 Personen befragt, die sehbehindert oder blind waren. Und diese haben dann angegeben, dass folgende Probleme beim Kochen auftreten. 76% gaben an, dass sie Probleme beim Anbraten von Lebensmitteln haben. Und ein großes Problem stellt anscheinend auch das Wenden des Bratgutes dar. Und gut, das haben 85% angegeben. Und 31% haben gesagt, dass sie teilweise Probleme beim Zentrieren des Kochgeschirrs haben. Dann hatte ich auch eine offene Frage gestellt, nämlich was sie für Verbesserungen vorschlagen würden. Und da gaben 80% an, dass sie sich mehr taktile Markierungen bei Haushaltsprodukten wünschen würden. Wiederum 80% gaben an, dass sie sprechende Küchengeräte bevorzugen. Und 83% gaben an, dass sie gerne eine Hilfe zur Zeiteinschätzung beim Braten und Kochen hätten. Aus meiner Recherche habe ich dann folgende Erkenntnisse gewonnen. Also wichtig ist es, dass blinde und sehbehinderte Menschen dass ihnen keine Sonderstellung zugeordnet wird und dass Kochen ist bisher sehr zeitaufwendig, deshalb wird oft auch auf einfache Gerichte zurückgegriffen und eine besondere Gefahr stellt eben der Umgang mit der Hitze dar. Manchmal wird Überkochen und Anbrennen zu spät erkannt und ja, auch hier sind eigentlich ästhetische und trendige Produkte erwünscht, die aber derzeit leider noch nicht auf dem Markt sind. Die Voraussetzungen sind eben unästhetische, sehr teure Produkte. Und es besteht noch kein umfassendes System, das sich mit dem Kochvorgang an sich beschäftigt, sondern nur Teillösungen. Außerdem sind die herkömmlichen Produkte hauptsächlich auf Sehende ausgelegt und werden immer mehr mit Touch-Displays gestaltet, die einfach unzugänglich sind. Und damit bleiben eben sehgeschädigten Menschen innovative Techniken eigentlich verwehrt. Deshalb habe ich es mir als Ziel gesetzt, dass ich die Arbeitsschritte beim Kochen auf jeden Fall vereinfachen möchte und ein ganzheitliches System entwickeln möchte, das mit taktilen und kontrastreichen Elementen bedienbar ist. Dieses System soll für Sehende, aber auch für blinde und sehbehinderte Menschen, aber auch für Sehende geeignet sein.
und soll den ganzen Kochvorgang abdecken. Dann komme ich jetzt zu meinem Konzept. Aus der Recherche heraus habe ich dann beschlossen, ich möchte ein Kochgeschirr gestalten, das auf einem Heizmedium erhitzt wird, welches mit Induktion betrieben wird. Und Sensoren sollen dabei helfen, eine bessere Kontrolle beim Kochvorgang zu ermöglichen. Und ein dazugehöriges Steuerungsgerät soll verschiedene Komponenten, die beim Kochvorgang anfallen, zusammenführen. Und mit diesem Steuerungsgerät soll auch die Steuerung des Systems erfolgen. Hier habe ich ein Szenario dargestellt, wie ich mir dieses System vorstelle. Also als erstes habe ich mir überlegt, beginnt ja das Rezept suchen. Dieses kann zum Beispiel über den Computer erfolgen und das Rezept kann dann über Bluetooth auf das Steuerungsgerät übertragen werden. Die einzelnen Rezeptschritte, also die Zutaten und so weiter, können dann über das Steuerungsgerät während des Kochvorgangs angesagt werden. Und dieses Steuerungsgerät dient auch zur Produkterkennung. Und zwar werden dann bei der Produkterkennung auch Informationen über das Haltbarkeitsdatum und über die Grammatur der Produkte gegeben. Dann soll das Zentrieren des Kochtopfes verbessert werden und die Auswahl der Temperatur soll nicht mehr über Drehschalter oder so erfolgen, sondern eben auch über das Steuerungsgerät und zwar über verschiedene Brat- oder Kocharten. Also man wählt quasi, ob man jetzt das Lebensmittel garen möchte oder braten möchte, anstatt eine genaue Temperaturauswahl zu treffen. Während des Kochvorgangs wird das Gericht dann über Sensoren überwacht und somit kann dann ein Überkochen und Anbrennen verhindert werden. Und beim Anbraten habe ich mir überlegt, dass es eine spezielle Wendehilfe geben soll, die es ermöglicht, das Bratgut als Ganzes zu wenden, sodass dieses nicht mehr zerfällt oder Teile vergessen werden können. Und dann habe ich mir noch Gedanken gemacht über den Umgang mit der Hitze, gerade beim Ausgießen von Flüssigkeiten, wenn man zum Beispiel Nudeln gekocht hat und das Wasser abgießen möchte. Dafür soll es ein Kochgeschirr, also Kochtöpfe geben, die einen Ausguss haben, sodass die Flüssigkeit bei geschlossenem Deckel abgegossen werden kann. Dann komme ich jetzt zu meiner Ideenfindung und würde in dem Zusammenhang meine ersten Entwürfe zeigen. Also ich habe mich eben sehr stark auch mit dem Wenden von Lebensmitteln beschäftigt, wie dieses in der Pfanne funktionieren kann und habe dazu einige Vormodelle gemacht, die ich dann auch beim Anbraten ausprobiert habe und habe dazu auch einige Zeichnungen erstellt, wie das dann aussehen kann. Dann habe ich mich mit dem Kochtopf auseinandergesetzt, habe mir überlegt, wie dieser gegriffen werden kann, also wie die Griffe gestaltet sein können und habe mir überlegt, wie dieser Ausguss angeordnet sein kann und wie dieser dann geöffnet bzw. geschlossen wird. Mit dem Steuerungsgerät habe ich mich auch beschäftigt. Da ging es vor allem über die Gestaltung des Interfaces, also wie die einzelnen Funktionen angeordnet sind und auch wie die Form des Steuerungsgerätes ist, sodass die einzelnen Funktionen schnell gefunden werden können. Und diese Prototypen habe ich dann testen lassen von blinden und sehbehinderten Menschen. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal herzlich bei Jens Gerke bedanken, der auch fleißig getestet hat. Und jetzt komme ich zu meinen Endentwürfen. Also mein Endentwurf heißt Sensoline und steht für die sinnliche Linie. Sensoline besteht aus Sensoware, dem Kochtopf, dann Sensomove, der Wendehilfe mit der zugehöriger Pfanne, Sensocontrol, das Steuerungsgerät und Sensobait, einem Schneidbrett mit Wiegefunktion. Sensoware ist der Kochtopf, der eben einen sicheren Umgang mit der Hitze ermöglicht. Mit Sensoware können Flüssigkeiten eben sicher und kontrolliert abgegossen werden. Sensoware gibt es in drei verschiedenen Größen, die auch genormt sind. Einem kleinen Topf, einem mittleren Topf und einem großen Topf. Und jetzt werde ich den
werde ich den Kochtopf nochmal beschreiben, wie er aufgebaut ist. Also der Kochtopf hat einen schwarzen Stahlkeramikkorpus, der sehr schlicht und geradlinig gestaltet ist, aber zum Boden hin einen großen Radius hat, sodass das Umrühren im Topf sehr einfach geschehen kann und sich keine Lebensmittel festsetzen. Dann hat der Topf an zwei Stellen, die gegenüberliegen, einen Ausguss. Der Topfgriff ist aus einem 8 mm Edelstahlrundstab gebogen und verläuft nahezu um den Topf herum. Er ist nur an zwei Stellen ausgespart und es sind die Stellen, an denen auch der Ausguss ist. Der Deckel ist aus Edelstahl und ist ein Steckdeckel. Er ist mattiert, sodass ein Blenden vermieden wird. Und der Deckelgriff ist eben aus zwei 8 mm starken Rundstäben aus Edelstahl über den Topfdeckel gebogen. Und die Ausläufe dieses Deckelgriffs, die sind über den Rand hinausgezogen, sodass sie parallel mit dem Topfgriff enden. Diese Enden sind dann in PTFE-Kunststoff eingefasst und können quasi bei dem Halten des Kochtopfs an den Griffen mit dem Daumen fixiert werden, sodass der Deckel beim Ausgießen nicht verrutschen kann. Wie gerade eben schon gesagt, also der Deckel ist ein Steckdeckel. Er wird quasi in den Topf reingesteckt und hat einen breiten Kunststoffrand, der an den Deckel angespritzt wurde. Dieser Kunststoffrand ist an zwei Stellen ausgespart und ermöglicht somit das Öffnen und Schließen der Ausgüsse. Wenn jetzt die Verlängerung des Deckelgriffs in die Aussparungen der Topfgriffe gedreht werden, dann ist der Ausguss verschlossen. Und wenn die verlängerten Enden des Topfdeckelgriffes auf zwei Markierungen in den Topfgriffen gedreht ist, ist der Ausguss geöffnet. Diese Markierungen sind natürlich taktil erkennbar und sind sehr niederkomplex gestaltet, sodass sie auch gut gereinigt werden können. Und diese Aussparung des Topfgriffes an den Ausgüssen hat zum einen den Vorteil, dass beim Ausgießen von Flüssigkeiten kein Schmutz oder keine Flüssigkeiten auf den Topfgriff tropfen können. Zum anderen ermöglicht es so natürlich auch eine höhere Sicherheit, da man beim Greifen des Topfes nicht in den heißen austretenden Dampf bzw. in die ausgegossene Flüssigkeit greifen kann, da wie eine Sperre vorhanden ist. Insgesamt ist das Kochgeschirr eben in Schwarz und Edelstahl, also Silberoptik, gehalten und ist somit sehr kontrastreich gestaltet, was vor allem für sehbehinderte Menschen einen Vorteil bietet, da diese ja zum Teil noch Kontraste wahrnehmen können. Und durch diese Kontraste sind dann auch die Ausgüsse nochmal hervorgehoben, da der Rand des Kochtopfes eben in Edelstahl ist und die Ausgüsse in Schwarz. Auch die Topfgriffe sind aus Edelstahl hervorgehoben und heben sich damit deutlich von dem schwarzen Stahlkeramiktopf ab. Dann habe ich hier eine Funktionsdarstellung, wie dieser Kochtopf genutzt werden kann. Ich beschreibe das jetzt mal am Beispiel Nudelkochen. Also zuerst werden die Nudeln in den Topf gegeben mit dem kochenden Wasser. Dann wird der Deckel aufgesetzt und zu den Aussparungen der Topfgriffe gedreht, sodass der Ausguss verschlossen ist und sich genug Hitze im Topf entwickeln kann. Dann werden die Nudeln eben gekocht und nach einiger Zeit, wenn das Kochen beendet ist, kann der Ausguss geöffnet werden. Somit wird dann der Deckel zu den Markierungen im Topfgriff gedreht und dann wird der Topf an den rundlaufenden Griffen gehalten und die Ausläufe des Topfdeckelgriffes werden mit dem Daumen fixiert, sodass die Flüssigkeit ausgegossen werden kann, ohne dass sich der Deckel dabei bewegt oder runterrutschen kann. Ja, und dann ist die Flüssigkeit ausgegossen und man hat die fertigen Nudeln, die dann eigentlich direkt auf dem Teller serviert werden können. Hier ist nochmal eine Darstellung von den Kochtöpfen. Also diese können auch sehr platzsparend und kompakt ineinander gestapelt werden, sodass sie immer zusammen sind und auch schnell gefunden werden können. Und
Ja. Dann komme ich zu dem nächsten Produkt, das ist SensoMove, die Wendehilfe mit dazugehöriger Pfanne. Die Wendehilfe erleichtert das Anbraten und verhindert ein Zerfallen beim Wenden. Außerdem wird mit dieser Wendehilfe ermöglicht, dass die Teile als Ganzes gewendet werden und somit kein Lebensmittel vergessen wird. Die Wendehilfe ist 390 mm lang und 22 mm hoch. Sie besteht aus man kann es vergleichen mit zwei Grillrosten, die mit einer Spirale verbunden sind und eine gewisse Tiefe aufweisen, sodass man auch eine gewisse Höhe vom Bratgut einlegen kann. Ja, diese zwei Grillroste sind eben verbunden und können dann aufgeklappt werden zum Befüllen. Und die Größe dieser Roste ist 223 mm mal 187 mm. Es können also gut 3 bis 4 Stücke Fleisch darin platziert werden. Die Wendehilfe ist aus Edelstahl, auch wieder aus Draht gebogen, aus 2 mm und 3 mm starkem Draht. An diesen Rosthälften sind jeweils eine Lasche angeschweißt, an die ein Griff mit einem Blechbiegeteil verbunden, ist. Und dieser Griff ist in beide Richtungen beweglich, sodass eben das Wenden durch Bewegen des Griffes ermöglicht wird. Zum Verschließen dieser Rosthälften wird ein Ring aus Edelstahl verwendet, auch ein Blechbiegeteil, der dann eben über diese zwei Laschen der Rosthälften übergeschoben wird und somit kann sich der Rost beim Wenden nicht öffnen. Im ersten Bild ist eben jetzt nochmal dargestellt, wie das funktioniert mit dem Ring. Der Ring kann auch nicht herunterrutschen, da der Griff der Wendehilfe eine gewisse Höhe aufweist und ein Runterrutschen blockiert. Und auf dem Griff aus Kunststoff ist zusätzlich auch noch eine taktile Markierung angebracht, die dem Nutzer vorgibt, in welche Richtung der Rost geöffnet werden kann. Also zeigt diese Markierung nach oben, kann der Rost nach oben hin geöffnet werden und dann eben aufgeklappt werden. Zum Öffnen wird die etwas kleinere Lasche der oberen Rosthälfte einfach nach oben gedrückt und dann können die Rosthälften aufgeklappt werden. Dieser Rost wird dann in die Pfanne eingelegt. Die Pfanne hat im Boden Rillen, in diese der Rost dann einrasten kann. Das hat zum einen den Vorteil, dass die Wendehilfe gut positioniert werden kann, zum anderen aber auch den Vorteil, dass man eine glatte Oberfläche, eine glatte Bratoberfläche hat und somit das Bratgut auch gleichmäßig gegart werden kann. Ja, der Griff des Rostes ist mit einem Blechbiegeteil verbunden, das auf der einen Seite, auf der Seite des Rostes angeschweißt ist und auf der anderen Seite lose ist, eben dass der Griff in beide Richtungen beweglich ist. Hier ist dann der Rost nochmal als Ganzes dargestellt und auch die Wendebewegung, die mit dem Rost durchgeführt wird. Also es wird der Griff angehoben, dann wird der Rost quasi umgeklappt auf die andere Seite und der Griff wird dann auf der anderen Seite in der Pfanne wieder abgelegt. Auch hier habe ich nochmal eine Funktionsdarstellung vorbereitet. Also zur Nutzung des Rostes wird als erstes der Ring, der die beiden Rosthälften verbindet, zurückgezogen. Dann wird die Lasche nach oben gedrückt, der oberen Rosthälfte, und der Rost wird aufgeklappt, sodass er plan auf der Arbeitsfläche liegt. Dann werden die Fleischstücke oder die Gemüsestücke in den Rost eingelegt. Der Rost wird zugeklappt und der Ring wird vorgeschoben, sodass der Rost verschlossen ist. Dann wird der Rost in die Pfanne eingelegt und rastet dabei in den Rillen des Pfannenbodens ein. Der Griff des Wenders kann dann im Pfannenrand eingelegt werden. Da ist auch nochmal eine Kerbe, die eben die Positionierung erleichtert. Nach einiger Zeit, wenn dann das Bratgut von der einen Seite gebräunt ist, kann dann der Griff der Wendehilfe nach oben gezogen werden. Die Wendehilfe wird umgeklappt und der Griff kann auf der anderen Seite der Pfanne eben auch in eine Kerbe eingelegt werden. Wenn dann das Bratgut
durch ist und gegart ist, kann die Wendehilfe an dem Griff herausgenommen werden und mit Kochhandschuhen kann dann der Ring geöffnet werden und das Bratgut kann direkt auf dem Teller positioniert werden. Hier ist nochmal die Pfanne dargestellt. Diese ist auch aus schwarzer Stahlkeramik, ist quadratisch, hat sehr stark abgerundete Ecken und läuft nach unten hin konisch zu. Sie hat zwei Griffe, einen Stielgriff, der mit PTFE-Kunststoff ummantelt ist und einen Edelstahlgriff auf der anderen Seite, der eben ein leichteres Transportieren ermöglicht. An der Ende des Stielgriffes ist auch noch ein Haken, sodass diese auch eventuell aufgehängt werden kann. Der Korpus der Pfanne ist 292 mm breit und lang und die Höhe beträgt 63 mm. Ja, auch hier ist der Griff eben wieder aus Kunststoff, also aus PTFE-Kunststoff, was auch auf 250 Grad hitzebeständig ist. Und ansonsten wurde eben auch mit Edelstahl und Glaskeramik gearbeitet. Hier ist nochmal eine Darstellung, wie die Wendehilfe in der Pfanne liegt und wie das Labeling aussehen könnte. Das Labeling ist eben auf der Unterseite des Kochtopfs und der Pfanne. Und ich habe auch zwei unterschiedliche Farbvarianten noch gemacht, da ich ja ein Kochsystem auch machen wollte, was für sehende und für sehgeschädigte Menschen sein soll und auch sehgeschädigte Menschen ja Wert auf trendige Produkte legen. Dann komme ich zu Senso Control. Das ist das Steuerungsgerät des ganzen Systems. Bei Senso Control wollte ich einfach noch mal ein bisschen weiterdenken und weg von diesem Produkthaften. Deswegen kommt jetzt eigentlich so der konzeptionelle Teil meiner Arbeit. Ja, also Senso Control ist so das Herzstück des Kochsystems. Es führt alle Arbeitsschritte zusammen, gibt über eine Sprachausgabe und taktile Tasten eben Feedback an den Nutzer. Senso Control hat folgende Funktionen. Über Senso Control kann die Rezeptwahl erfolgen, dann die Produkterkennung, die Temperierung des Backofens, die Temperierung des Kochfeldes und die Funktion des Kurzzeitweckers. Die Symbole für die einzelnen Funktionen sind sehr niederkomplex gestaltet. Also die Rezeptwahl ist ein Dreieck, die Produkterkennung ein Pluszeichen, die Temperierung des Backofens ein Quadrat mit einem Loch in der Mitte und die Temperierung des Kochfelds eine Krone. Der Kurzzeitwecker stellt eine abstrakte Uhr dar. Wenn eine Funktion aktiviert wurde, dann verschwinden die anderen Funktionen. Wie das funktioniert, da gehe ich gleich nochmal darauf ein. Und neben den Funktionstasten erscheinen zwei Pfeiltasten, mit denen man sich dann im Menü vor und zurück bewegen kann. Unterhalb der Funktionstasten gibt es noch eine Kochfeldanzeige. Diese übernimmt die Position des Kochtopfes auf dem Kochfeld und zeigt bei Aufstellen des Kochgeschirrs einen Kreis an und beim Herunternehmen einen Ring, als Zeichen, dass noch Nachwärme vorhanden ist. Hier ist nochmal das Steuerungsgerät dargestellt. Also es ist sehr länglich und er hat ein Aluminiumgehäuse und einen schwarzen Display. Die Funktionen leuchten dann weiß, haben also auch nochmal einen gewissen Kontrast und werden dann taktil. Also die Tasten wölben sich auf und man hat aber trotzdem eine geschlossene Oberfläche. Also es kann, wenn man jetzt mit dreckigen Händen, was ja beim Kochen durchaus mal vorkommt, dieses Steuerungsgerät bedient, kann kein Schmutz in das Gehäuse kommen, da man eine Oberfläche hat, die sich zwar verformt, aber im Ruhezustand glatt ist und somit auch gut zu reinigen ist. Das funktioniert, das wird hier gezeigt. Das funktioniert mit einer Technologie der Firma Taktus. Diese hat den herkömmlichen Glas-Touch-Display durch ein verformbares Polymer ersetzt. Und dieses Polymer verformt sich eben, indem Flüssigkeit durch kleine Kanäle, die nach oben hin zu der Folie geöffnet sind, erhaben oder aufgewölbt wird. Diese Flüssigkeit wird dann eben durch die Kanäle gepresst und es entsteht eine Wölbung und somit eine taktile Taste.
Wenn eine Taste aktiviert wird, bekommt der Nutzer zusätzlich ein Feedback durch Vibration. Es werden die Menüpunkte angesagt und auch die Auswahl. An der Fernbedienung können auch noch zusätzliche Einstellungen gemacht werden, wie die Lautstärke der Sprachausgabe und auch die Schnelligkeit der Sprachausgabe kann eingestellt werden. An der Oberseite der Fernbedienung befindet sich ein länglich gestalteter Einrastschalter, der zum Ein- und Ausschalten des Systems dient. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, dann ertönt ein Piepston und die Funktionen erscheinen auf dem Display taktil. Und wenn das Gerät ausgeschaltet wird, wird auch gleichzeitig das ganze System ausgeschaltet. Also es kann nicht vergessen werden, dass der Herd noch an ist oder so, sondern es wird dann alles komplett ausgeschaltet. Auf der Unterseite befinden sich zwei Silikonstreifen, die sehr schmal sind und eine bessere Auflage des Steuerungsgerätes auf der Arbeitsfläche ermöglichen. Also das Steuerungsgerät ist auch leicht gebogen an der Unterseite, sodass es gut in der Hand liegt. Und mit diesen Silikonstreifen wird dann eben eine bessere Auflage trotz dieser Biegung ermöglicht. Aufgeladen wird das Steuerungsgerät an einer Ladestation, die in der Arbeitsfläche eingearbeitet ist. Diese ist mit Silikon beschichtet und leicht vertieft. Sie hebt sich also deutlich ab von der Edelstahl-Arbeitsfläche. Und die Fernbedienung wird über ein Magnetfeld aufgeladen. Ist der Akku leer, dann können diese taktilen Tasten nicht mehr erscheinen. Und wenn die Fernbedienung vollgeladen ist, dann ertönt ein akustisches Signal. Man kann aber auch trotzdem noch weiterhin kochen, wenn die Fernbedienung leer ist. Also die Fernbedienung ist auch bedienbar, wenn sie gerade in der Ladestation liegt. Natürlich kann es auch mal passieren, dass man das Steuerungsgerät verliert oder verlegt. Und dafür gibt es eine Suchfunktion, die auch eben in dieser Ladestation integriert ist. Diese ist durch eine Mulde gestaltet, in der sich ein Knopf befindet, der sich auch in Schwarz deutlich abhebt von der weißen Ladestation. Und wenn dieses Steuerungsgerät eben verlegt ist, kann man diesen Knopf drücken und es ertönt ein akustisches Signal von dem Steuerungsgerät, sodass dieses geortet werden kann. Das Steuerungsgerät ist 140 mm lang und 50 mm breit. Die Funktionstasten erscheinen, wie schon gesagt, in weiß und sind dann taktil aufgewölbt. Das Display besteht aus einem 1 mm starken Polymer. Und die untere Schale des Steuerungsgerätes ist aus Aluminium tiefgezogen. Die Knöpfe für die Lautstärke-Regelung und für die Schnelligkeitsregelung der Lautstärke sind aus Silikon. Wie schon erwähnt, kann man mit dem Steuerungsgerät Produkte erkennen. Dies funktioniert über eine RFID-Chip-Erkennung oder eine Kamera. Ja, RFID-Chips, die werden immer häufiger in Verpackungen eingearbeitet. In naher Zukunft wird dies immer häufiger der Fall sein. Und ich habe mir für meine Bachelorarbeit überlegt, dass ich mir das zunutze machen möchte, da diese Chips natürlich auch die Möglichkeit bieten, weitere Informationen über Produkte preiszugeben, wie das Haltbarkeitsdatum oder die Grammatur. Diese Chips sind dann eben in der Verpackung der Produkte und können über das Steuerungsgerät erkannt werden. Es gibt natürlich auch Produkte, die jetzt keine Verpackung haben, zum Beispiel Gemüse oder Obst. Und für diese ist dann eben die integrierte Kamera vorgesehen, sodass auch diese Produkte erkannt werden können. Das Steuerungsgerät ist eben sozusagen das Herzstück dieses Systems, da es eigentlich mit allen Schnittstellen kommuniziert. Zum einen eben mit dem RFID-Chip. Es sendet das Empfangssignal an den RFID-Chip, wohingegen dieser dann die Daten überträgt. Dann werden mit dem Steuerungsgerät die Temperatur des Kochfeldes und aber auch des Herdes gewählt. Das Kochfeld gibt dem Steuerungsgerät wiederum die Information, wenn ein Kochtopf aufgestellt wurde oder eine Pfanne. Dann kommuniziert die Fernbedienung mit dem Schneidbrett mit Wiegefunktion. Das Schneidbrett gibt dabei das Gewicht an das Steuerungsgerät weiter.
und die Rezepte werden über den Computer auf das Steuerungsgerät über Bluetooth übertragen. Da findet dann auch eine Kommunikation statt. Und natürlich kommuniziert auch der Nutzer mit dem Steuerungsgerät, indem er seine Auswahl trifft und das Steuerungsgerät als Feedback die Sprachausgabe ausgibt oder der Display sich verformt. Dann komme ich zu dem letzten Produkt dieses Systems. Das ist SensorWeight, das Schneidbrett mit Wiegefunktion. Es erleichtert eben die Mengenbestimmung und durch die Form ist es von allen Seiten gut greifbar. Die Form ist dabei an die Form der Pfanne angelehnt. Es ist rechteckig geformt und läuft nach unten konisch zu. Es ist also für Links- und für Rechtshänder nutzbar und ist sehr kontrastreich gestaltet. Also wir haben hier eine schwarze Schneidfläche und die Unterseite des Schneidbrettes ist weiß, sodass die Schneidfläche sich deutlich abhebt. Auch der An- und Ausschalteknopf ist länglich geformt und hebt sich, ist in schwarz gefärbt, sodass dieser sich auch deutlich von der weißen Unterseite abhebt. Auf der Unterseite des Schneidbrettes befindet sich dann eine Silikonnut, die für eine Rutschfestigkeit sorgt. Also beim Schneiden kann das Schneidbrett nicht mehr verrutschen. Und diese Silikonstreifen ist am Batteriefach ausgespart, sodass dieses auch schnell gefunden werden kann, falls mal die Batterie leer sein sollte. Das Schneidbrett ist 400 mm lang und 300 mm breit. Es ist 30 mm hoch. Die Schneidfläche ist aus High-Density-Polyethylen und ist ein Spritzgussteil und ist somit sehr schneid- und kratzfest, was ja für die Schneidfläche auch durchaus erforderlich ist. Wie funktioniert dieses Produkt jetzt? Also wenn man ein Produkt abwiegen möchte oder die Menge bestimmen möchte, wird zunächst diese Waage eingeschaltet an dem Einrastschalter. Dann wird das Produkt aufgelegt. Und dann wird auf dem Steuerungsgerät das Pluszeichen für die Produkterkennung gedrückt. Das klingt jetzt im ersten Moment so, als ob ich alles verkompliziert habe, indem ich das Steuerungsgerät noch mit einbeziehe, so in einen niederkomplexen Arbeitsschritt des Wiegens. Aber das hat auch durchaus einen Hintergrund, weil durch die Produkterkennung kann zum Beispiel auch die Menge in Verpackungen bestimmt werden. Also durch die Produkterkennung wird dann zum Beispiel erkannt, das Produkt hat in seiner Verpackung eine Grammatur von 500 Gramm und durch die Waage kann dann erkannt werden, da fehlen jetzt 200 Gramm, also es sind noch 300 Gramm in der Verpackung enthalten. Das Produkt muss also nicht umgefüllt werden. Außerdem kann natürlich über die Produkterkennung auch die Art des Lebensmittels erkannt werden, also die Konsistenz. Und somit können dann auch die Mengen von flüssigen Lebensmitteln oder eben Lebensmitteln fester Konsistenz bestimmt werden. Und es werden somit Messbecher gespart. Dieses Kochgeschirr wird dann auf einem Induktionskochfeld verwendet. Dafür habe ich Also es kann natürlich auch auf herkömmlichen Herden benutzt werden, aber für meinen konzeptionellen Ansatz hatte ich eben ein Induktionskochfeld vorgesehen, das voll induktiv ist. Es ist also egal, wo man das Kochgeschirr auf diesem Kochfeld aufstellt, weil sich dieses Kochfeld an der Stelle, wo das Kochgeschirr steht, erhitzt. An den Seiten des Kochfeldes sind zwei Erhöhungen. Diese beinhalten die Kochsensoren, aber zum anderen haben sie natürlich auch ermöglichen sie eine gewisse Sicherheit, da man keine Gegenstände unbemerkt auf das Kochfeld legen kann und man merkt, wo das Kochfeld anfängt und somit auch nicht unbeachtet drauf langen kann. Diese Sensoren richten sich dann auf das Kochgeschirr aus. Das funktioniert über die Kochgeschirrerkennung. Diese erfolgt durch Entstehen des Magnetfeldes bei der Erhitzung mit Induktion.
Und die Sensoren messen dann die Wärmeabstrahlung des Kochgeschirrs und können somit überprüfen, ob die Temperatur, die eingestellt wurde, im Kochtopf vorhanden ist. Somit kann dann ein Überkochen und Anbrennen verhindert werden. Also die Temperatur wird automatisch nachgeregelt. Hier ist nochmal das ganze System dargestellt. Also wenn man vom ganzen System ausgeht, hat man eben die Arbeitsfläche mit Kochfeld, dann das Schneidbrett mit Wiegefunktion, drei Töpfe, eine Pfanne mit Wendehilfe und ein Steuerungsgerät. Abschließend möchte ich nochmal den Prozess der Nutzung meines Kochsystems zusammenfassen. Man beginnt mit dem Einschalten des Steuerungsgerätes und somit auch mit dem Einschalten des Systems. Dann werden die Rezepte auf das Steuerungsgerät gelegt. Also entweder man sucht das Rezept im Internet und es wird dann über eine spezielle Software umgewandelt und über Bluetooth auf das Steuerungsgerät übertragen. Oder man greift auf die Rezepte der Rezeptsammlung zurück über den Rezept-Button auf dem Steuerungsgerät. Dann kann man sich das Rezept ansagen lassen, indem man eben auf den Rezept-Button drückt. Die Produkte können erkannt werden über RFID-Chip-Erkennung oder eben über die Kamera. Dafür wird das Pluszeichen gedrückt. Dann können die Lebensmittel bearbeitet werden auf dem dafür vorgesehenen Schneidbrett. Die Mengen können bestimmt werden. Es können Mengen jeglicher Konsistenz bestimmt werden und auch die Grammatur der Verpackung. Dann dafür wird eben auch das Pluszeichen und der Schalter an der Waage gedrückt. Dann wird das Kochgeschirr auf das Kochfeld aufgesetzt und es erscheint an der Kochfeldanzeige ein Kreis dafür, dass das Geschirr aufgesetzt wurde. Dann kann die Kochart, die Zubereitungsart gewählt werden und die Kochsensoren können in diesem Schritt aktiviert werden. Dieses funktioniert über den Knopf der Temperierung für das Kochfeld. Und dafür wird dann aber als erstes der Kreis an der Kochfeldanzeige aktiviert, sodass das Kochgeschirr quasi oder das jeweilige Gericht mit der Temperatur belegt wird. Dann beginnt die Zeiteinstellung. Diese funktioniert über den Timer und auch hier wird wieder das Kochgeschirr oder das Gericht an der Kochanzeige ausgewählt und somit direkt mit der Temperatur belegt. Dann kann man sich natürlich während des Kochvorgangs die einzelnen Schritte des Rezeptes ansagen lassen über den Rezept-Button. Beim Wenden erleichtert die Wendehilfe den Arbeitsschritt. Und wenn dann das Gericht fertig gegart ist, dann ertönt eine Melodie vom Timer, dass das Gericht fertig ist. Dann kann das Kochgeschirr vom Herd heruntergenommen werden und an der Kochfeldanzeige erscheint ein Ring als Zeichen, dass noch Nachwärme vorhanden ist. Der erlischt dann, wenn das Kochfeld abgekühlt ist. Dann können Flüssigkeiten aus dem Kochtopf abgegossen werden und somit wird eine höhere Sicherheit im Umgang mit der Hitze ermöglicht. Ja, und zum Schluss wird dann das Kochsystem ausgeschaltet an dem Steuerungsgerät und somit schalten sich alle Geräte ab. Zum Schluss habe ich eben noch mal ein paar Darstellungen, wie dieses Kochsystem in der Nutzung aussehen könnte. Hier ist jetzt eben die Nutzung der Kochtöpfe dargestellt. Dann noch mal ein Beispiel, wie die Wendehilfe genutzt werden kann. Und die Interaktion der Fernbedienung mit dem Schneidbrett bzw. der Wiegefunktion. Ja, und zu diesem Produkt oder zu diesem Kochsystem habe ich auch 1:1 Modelle angefertigt. Das sind aber leider keine Funktionsmodelle, deshalb habe ich die heute auch nicht dabei, weil das mit dem Zug etwas schwierig war, diese zu transportieren. Aber diese sind eben auch nochmal abgebildet.